stimmt nicht alles, was in der Zeitung über uns steht. Hast du das auch schon gemerkt? Dass nicht alles stimmt, was in der Zeitung steht. Denzel Washington sagte, einer der ganz großen Schauspieler in Hollywood, Denzel sagte, wenn man die Zeitung nicht liest, ist man uninformiert. Und wenn man sie liest, ist man missinformiert. Ja, da hat er schon etwas recht. Ne? Alternative Fakten, preis dem Herrn. Okay, anyway, weißt du, was der Herr wirklich mag? Einen fröhlichen Geber. Ja, ja. Und ich rede zu einer Gruppe von fröhlichen Gebern, stimmt's? Wir sind nicht diejenigen, die geben müssen, sondern wir sind diejenigen und gehören zu denjenigen, die geben wollen. Das Gesetz sagt, du sollst nicht stehlen. Aber Gnade macht dich zu einem Geber. Amen. Das ist der Unterschied. Das Gesetz verlangt, aber Gnade versorgt. Halleluja. Gnade versorgt. Und weißt du, in 2 Wochen am 26. haben wir unseren alljährlichen großen Spendentag. Und da geht es um die Gebäudeamortisation. Deswegen haben wir die Karten aufgelegt auf die Stühle. Nimm diese doch mit, schau dir das an, lies doch, was wir alles zu amortisieren haben. In diesem Jahr sind etwas unter 200.000 Franken, also 194.000 Franken. Wir machen das seit vielen Jahren im März, diesen großen Spendentag. Aber wir nennen es Haufenopfer. Hast du gewusst, dass es ein Haufenopfer gibt? Und ein Haufenopfer ist nicht eben ein Haufen Arbeit, sondern ein Haufen großes Opfer. Und wir wollen uns heute dieses Haufenopfer anschauen von König Hiskia. Denn dieser Spendentag, dieser Tag, dieser einmalige Tag im Jahr ist unser Haufenopfer. Okay? Und was hat Hiskia gemacht? Es ging dort um den Tempel, um den Wiederaufbau des Tempels. Nun, dank sei Gott, unser Gebäude steht. Amen. Unser Gebäude steht. Wir müssen es nicht neu aufbauen. Übrigens, viele von euch waren nicht da vor 5, 6 Jahren, als wir dieses Gebäude gebaut haben. Aber trotzdem kannst du weiter mitbauen und helfen im Bauen. Und zwar, indem wir einfach unsere Finanzen zusammenlegen und dieses Haufenopfer einmal im Jahr eben einziehen. Da kannst du mithelfen. Auch wenn du nicht da warst, vor 5 Jahren oder vor 6 Jahren, können wir heute trotzdem weiterbauen. Diese Stelle hier im 2. Chronik, im 31. Kapitel, und wir lesen ab dem 3. Vers, dort heißt es, auch gab der König einen Teil seiner Habe für die Brandopfer am Morgen und am Abend und für die Brandopfer an den Sabbaten und Neumonden und Festen, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist. Interessant hier ist, der König, das ist Hiskia, einer der ganz großen Könige, der guten Könige in Israel. Hiskia er gab mit. Er war nicht entbunden, das ist das Wort. Vielen Dank. Wer hat das gesagt? Du solltest heute predigen. Ah, Eli, Halleluja. Entbunden, ganz genau. Der König war nicht entbunden vom Opfergeben. Er hat mitgeholfen. Siehst du, Pastoren sind nicht entbunden. Prediger sind nicht entbunden, sondern sie sollten vorangehen. Halleluja. Und sie sollten als Beispiel vorangehen. Manchmal höre ich das, wenn ich so mit meinen Freunden rede, mit meinen Pastorenfreunden rede, dann sagen sie, ja, sie geben ja nichts, sie geben ja die ganze Zeit in die Gemeinde, ihren Dienst, ihre Zeit. Und dann sage ich ihnen, ja, aber das ist nur ein Teil vom Geben, okay? Du bist nicht entbunden als Prediger oder als Pastor, deine Gemeinde genauso zu unterstützen wie die Mitglieder oder wie die Besucher. Ja, aber wir geben ja unsere Zeit und. Ja, das ist etwas anderes. Auch die Leute geben ihre Zeit. Siehst du? Und genau hier sehen wir das. Der König war nicht entbunden, er hat mitgeholfen. Und im Vers 4 lesen wir dann, und er gebot dem Volk, das in Jerusalem wohnte, den Priestern und Leviten den ihnen gebührenden Anteil zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhalten können. Wir stehen nicht mehr unter dem Gesetz, wir müssen nicht. Deswegen sagte ich, wir müssen nicht. Aber Gnade macht uns zu, dass wir wollen, dass wir geben wollen. Nächster Vers. Als nun dieser Befehl bekannt wurde, gaben die Kinder Israels viele Erstlingsgaben von Korn, Most, Öl,
Honig und allem Ertrag des Feldes und brachten die Zehnten von allem in Menge. Siehst du, in Menge herbei. Nun, das war eine Agrargesellschaft. Deswegen bringen sie all diese Frühstücks- und Mittags- und Abendessen, preis dem Herrn. Es war eine Agrargesellschaft, aber sie brachten eben, weil sie geben wollten. Im Vers 6 heißt es dann, und auch die Kinder Israels und Judas, die in den Städten Judas wohnten, brachten den Zehnten von Rindern, Schafen, den Zehnten von den geheiligten Dingen, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt worden waren, und legten es haufenweise. Das ist ein Wunder. Haufenweise, denn so viele Jahre lag der Tempel brach. Aber jetzt bringen sie es haufenweise und sie fangen an, Haufen aufzuschütten. Denn wir lesen weiter im Vers 7, im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschütten. Und im siebten Monat waren sie damit fertig. 5 Monate lang dauerte das Opfer. 5 Monate lang brachten sie. 5 Monate, siehst du, sie brachten und brachten und das dauerte Monate und Monate und Monate. Ist das nicht gewaltig? Ist das ein Wunder? Ja. Absolut, absolut. Der Geist Gottes war hier am Wirken. Aber ihr Herz war bewegt, weil sie, und wir sehen das an anderen Stellen, weil sie das Haus des Herrn liebten. Und um das geht es. Halleluja. Wenn wir das Haus des Herrn lieben, dann sind wir großzügig. Wenn wir das Haus des Herrn wertschätzen und wertachten, dann bringen auch wir haufenweise, weil wir das Haus des Herrn lieben und weil wir das Haus des Herrn unterstützen wollen. Im 8. Vers heißt es dann, als nun Hiskia und die Obersten hineingingen und die Haufen, ich meine, kannst du dir das vorstellen? Haufen, nicht Häufchen, Haufen, große Haufen, überall, als sie das sahen, sagten sie, das ist vom Teufel, das geht gar nicht. Was bewirkten diese Haufen? Sie lobten den Herrn und sein Volk Israel. Hör mir gut zu. Reichtum ist ein Zeugnis für unseren Herrn. Wealth is a witness. Halleluja. Reichtum ist ein Zeugnis für Gott. Armut ist kein Zeugnis für Gott, sondern immer Menge, Haufen, mehr als genug, Überfluss. Das ist das Zeugnis für unseren Herrn. Sie fingen an, den Herrn zu loben, Hiskia und sein Volk. Und im Vers 9 heißt es noch, und Hiskia befragte die Priester und Leviten wegen dieser Haufen. Und wenn wir jetzt weiterlesen würden, dann mussten sie, weil es so viel war, für diese Haufen, das würden wir hier weiterlesen, mussten sie für all die Haufen, mussten sie 18 Buchhalter anstellen. Haben wir Buchhalter hier in unserer Mitte? Ja, wir haben ein paar Buchhalter. Wir haben mehr als ich dachte, Buchhalter. Stell dir vor, sie mussten 18, wenn du weiterlesen, wir haben nicht die Zeit jetzt zum Weiter, aber wenn du hier weiterliest, 18 Buchhalter wurden angestellt, um dieses Vermögen zu verwalten. 18, preis dem Herrn. Ich glaube, die Zeit wird kommen, wo der Leib Christi mehr Buchhalter braucht. Also wenn du dich weiterbilden willst, das ist eine gute Investition für die Zukunft. Amen. Wo wir mehr Buchhalter brauchen werden. Weil einfach der Herr so segnet, die Leute so großzügig sind, preis dem Herrn, dass es einfach so viel wird, es schafft Arbeitsplätze. Das ist etwas Gutes. Arbeitsplätze sind etwas Gutes. Und die Zeit wird kommen. Siehst du, wo du nicht einen Haufen Arbeit haben wirst, sondern wo ein Haufen Umsatz, ein Haufen Gewinn, Halleluja, Mengen da sein werden. Preis dem Herrn. Also er befragte die Priester wegen diesen Haufen. Und ist das nicht ein großartiges Wunder? Deswegen nennen wir diesen Spendentag. Und Pastor Michael hat das letzten Sonntag erwähnt. Einmal im Jahr nennen wir das unser Haufenopfer. Und wir glauben und vertrauen dem Herrn, dass in dieser Zeit hier, am Sonntag am 26., wie machen wir das? Wir bringen unsere Verpflichtungen zusammen. Also wir haben hier eine Abreißkarte, siehst du so.
Und wir bringen unsere Verpflichtung zusammen. Das heißt, wir legen diese dann in den Opferkorb, diese Verpflichtung. Und hier kannst du ankreuzen, mit wie viel du mithelfen möchtest. Das sind nicht einfach nur am Sonntag irgendwelche normale Gaben, sondern das geht darüber hinaus. Okay? Man kann monatlich mithelfen, man kann einmalig mithelfen, mit einem einmaligen Betrag. Normalerweise ist es so, dass wir an diesem Spendentag etwa Verpflichtungen erhalten und zusammenbringen von etwa 100.000 Franken. Das ist in den letzten Jahren etwas das, was normal plus minus 100.000, manchmal waren es 120.000, etwas mehr. Und das ist die Hälfte der Miete. Amen. Und das ist wichtig, weil der Rest kommt übers Jahr hindurch dann zusammen, wo wir die Amortisation, wo wir leisten können. Preis dem Herrn. Denn der Herr möchte, dass wir schuldenlos sind. Amen. Der Herr möchte, dass wir alle Schulden getilgt haben, weil er all unsere Schuld in Christus bereits getilgt hat. Amen. Weil er unsere Schuld getilgt hat, sind wir frei, anderen beim Schuldentilgen mitzuhelfen. Halleluja. Vater, wir danken dir für jedes einzelne Opfer. Jeder Franken ist nicht selbstverständlich, sondern alles ist eine Gabe. Alles ist ein Geschenk und wir nehmen kein Opfer, keine Gabe als eine Selbstverständlichkeit. Denn wir wissen, dass wir ohne dich nicht überleben könnten. Ohne dich werden wir nicht versorgt, denn du bist unser Versorger. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass er diese Erfahrung macht. Du bist ihr Versorger. Versorge die Menschen dieses Jahr. Versorge die Menschen diesen Monat. Versorge die Männer und Frauen in diesem Jahr mit einer überreich großen Versorgung. Ich bitte dich dafür. Halleluja. Wir nehmen es uns im Glauben. Wir danken dir, weil das ist, was du für uns bist. Our Provider. Amen und Amen. Halleluja. Praise the Lord. Bist du bereit für Gottes Wort? Ah, wir hatten schon viel, aber das reicht noch nicht. Heute möchte ich über Jesus reden und was sein Name bedeutet. Denn ich glaube, zu oftmals ist es so, dass wir einfach als Christen, dass wir viel von Jesus reden, aber nicht wirklich verstehen, was Jesus, Yeshua bedeutet. Okay? Und ich glaube, das ist so fundamental und so wichtig, dass es dein Leben radikal verändern wird, weil Jesus ist nicht einfach nur ein Name wie Herbert oder Detlef oder was auch immer. Jesus ist ein ganz spezieller Name. The name of Jesus. Halleluja. Und der Name Jesu ist Programm. Das heißt, sein Name ist seine Bestimmung. Sein Name und die Bedeutung seines Namens spricht von seinem Programm, spricht von seinem Ruf, von dem, was er tut und was sein Wesen ist. Das ist sein Programm. Und sein Programm ist zu retten. Denn genau das ist, was Jesus bedeutet. Jesus ist die griechische Form Jesus von Yeshua oder Jehoshua. Die griechische Form von Jehoshua. Yeshua ist die abgekürzte Form von Jehoshua. Und es ist derselbe Name wie im Hebräischen Josua. Josua ist unsere deutsche Form, abgekürzte Form, auch die englische Form, Joshua, von Jehoshua. Jesus und Josua tragen denselben Namen. Jesus ist das Griechische, Josua die abgekürzte hebräische Form. Und beides bedeutet Rettung. Der Herr ist mein Retter. Und das ist, was die großartige Bedeutung ist von seinem Namen. Jesus bedeutet Retter. Und das ist sein Programm. Was ist sein Programm? Sein Programm ist, dich und mich immer wieder zu retten. Amen. Und wir wollen heute anschauen, wie er rettet.
Wie rettet er dich? Wie rettet er deine Seele? Wie rettet er deine Kinder? Wie rettet er deine Verwandten? Sein Name ist Programm, um zu retten. Halleluja. Alle großen Typen im Alten Testament, Josua, Jesaja, all diese großen Typen, wo zweifellos Josua dazugehört, als Person, als Typus, als Bild, als Abbild von Jesus, wo zweifellos Jesaja dazugehört in seinem Buch als Prophet. Jesaja, das Prophetenbuch, die Prophetenrolle, Jesaja 53, die große, große Vorankündigung von Jesus, der ans Kreuz ging, unsere Sünden trug und unsere Krankheiten trug. Jesaja, der größte Prophet unter dem Alten Testament. Josef, das stärkste Bild von der Person Jesu unter dem Alten Testament. Alle großen Typen im Alten Testament. Josua, Jesaja, Josef und sogar David bedeuten Rettung. Halleluja. Josua direkt in seinem Namen, Yeshua, Jehoshua, der Rettung bedeutet. Jesaja, was bedeutet Jesaja? Wiederum eine hebräische Form von der Herr ist Rettung. Das ist, was der Name Jesaja bedeutet. Jesaja bedeutet exakt dasselbe, einfach in einer anderen Form. Der Herr, Jahwe ist Rettung. Jesaja, Jahwe ist Rettung. Josef, was für einen Namen gab ihm Pharao? Josef bedeutet Zunahme im Hebräischen, aber der Pharao gab ihm seinen eigenen Namen, Zaphenat Paneach. Und was bedeutet Zaphenat Paneach? Retter der Welt. Halleluja. David, ein Bild von Rettung. Erinnerst du dich, als David, als Hirtenjunge, das Lamm aus dem Rachen des Löwen reißt und dem Löwen die Gurgel abdreht? Wie er das Lamm aus dem Rachen des Löwens zu reißen, ist ein Bild, wie Jesus uns aus dem Rachen des Todes gerissen hat. Halleluja. All diese großen Typen sind Bilder für Rettung. Preis dem Herrn. Und deswegen, Christus ist ja, kommt von Christos, ebenfalls griechisch, das bedeutet der Gesalbte. Aber Jesus, Retter. Halleluja. Somit ist sein Name eine Widerspiegelung seines Wesens, seiner Person und was er tut. Der Herr rettet uns ständig. Er rettet uns ständig. Und deswegen kann Paulus sagen, im 2. Korinther, im 6. Kapitel, um Vers 2, als es aber Zeit war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört, als der Tag der Rettung kam. Halleluja. Als Jesus kam, kam der Tag der Rettung. Habe ich dir geholfen. Und jetzt sagt Paulus, eine der größten Worte im Neuen Testament. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Begreift doch, heute ist der Tag der Rettung. Halleluja. Hast du gewusst, dass der neue Bund ist immer im Jetzt? Ich erkläre dir jetzt in 5 Minuten, was dein Hauptproblem ist in deinem Leben. Okay? Vielleicht dauert es noch 10. Aber ich erkläre dir in 5 Minuten, was das Hauptproblem eines jeden Menschen ist. Okay? In einer Nussschale. Unser Nummer 1 Problem ist, wir leben nicht im Jetzt. Das ist unser Nummer 1 Problem. Du hast Probleme in deinem Leben, hast Bedrückung und Depression in deinem Leben, weil du entweder in der Vergangenheit bist oder mit deinem Kopf in der Zukunft. Und dann spielt dir dein Verstand einen Streich. Denn wenn wir uns mit der Vergangenheit identifizieren, dann sind wir meistens in unserer Identifikation, sind wir enttäuscht. Wir nehmen ein negatives Gefühl aus der Vergangenheit mit. Sehr selten nimmst du ein positives Gefühl aus der Vergangenheit mit. Meistens nimmst du negative Gefühle aus der Vergangenheit mit. Und deswegen sind so viele Menschen negativ heute
Und der Herr möchte, dass wir positiv bleiben in einer negativ gestimmten Welt. Negativ sein, niedergedrückt zu sein, rührt daher, weil sich Dinge nicht erfüllt haben aus deiner Vergangenheit. Und weil das menschliche Wesen, die menschliche Natur tendiert, auf dem Negativen zu bleiben, identifizierst du dich mit dem Vergangenen und das ist der größte Fehler, den der Mensch macht. Warum identifizieren wir uns mit den Enttäuschungen der Vergangenheit? Denn der Herr identifiziert uns nicht mit unserer Vergangenheit. Er hat uns aus uns eine neue Schöpfung gemacht. Eine neue Kreatur gemacht. Halleluja. Deine Vergangenheit endet am Tag der Wiedergeburt. Halleluja. Dort beginnt nämlich etwas Neues. Nun, natürlich kann man auch Enttäuschungen haben im Leben als Christ. Aber hör mir gut zu. Deswegen sagt er jetzt, jetzt, now. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Gnade ist nie in der Vergangenheit. Weil das Vergangene ist vergangen, das kannst du nicht verändern. Und Gnade ist auch nicht in der Zukunft in dem Sinn, denn die Zukunft produziert bei den meisten Leuten Ängsten. Fear of the future. Angst vor der Zukunft. Angst, wie kommt das hier, wie kommt das da? Angst, Existenzängste. Deswegen sind die Schweizer Weltmeister im Versichern. Das am meist versicherte Volk sind Schweizer. Ist es nicht verrückt? Wir haben sogar eine Skiversicherung. Wie, wenn Skier kaputt gehen würden? Skier gehen nicht kaputt, sie verschleißen sich einfach und nach 5 Jahren kaufst du dir neue. Ah, Diebstahl, Diebstahl. Ah, schon wieder eine neue Versicherung, die man mit dir abschließen kann. Diebstahl wegen Skier. Wir versichern unser Gepäck. Wir versichern unseren Kanarienvogel, wenn er 2 Wochen alleine zu Hause wohnt, weil wir in den Ferien sind. Wir versichern den Hund, den wir in die Hundeschule geben, damit er ja nicht irgendwie einen Hasen beißt oder was weiß ich. Ich hoffe, wir haben keine Versicherungsvertreter in unserer Mitte. Ich verstehe, du musst Umsatz machen, ich weiß. Dann ist es okay, eine gesunde Versicherung zu haben. Okay? Aber ich versichere nicht, dass das kleinste und letzte Detail und alles Mögliche und was weiß ich. Come on, habe etwas Vertrauen. Okay? Amen. Grundversicherung ist okay. Das tasten wir nicht an. That's okay. Aber trotzdem, siehst du, wir können nicht gerettet werden durch Versicherung. Okay? Unsere Rettung kommt durch den Herrn. Amen. Aber was er meint ist hier, lebe im Jetzt. Jetzt. Stell dir vor, der einzige Moment, den du hast, ist jetzt. Das ist der einzige Moment, der du immer haben wirst, jetzt. Weil jetzt ist nicht gestern. Und jetzt ist nicht morgen. Morgen ist eine Projektion deines Verstandes mit allem Ängsten und was schiefgehen könnte. Aber das Morgen ist nicht jetzt. Er sagt, jetzt ist der Tag der Rettung. Jetzt ist Gnade. Gnade, Gunst ist für jetzt. Amen. Kenneth Hagin hat es immer gesagt. Faith is now. Glaube ist für das Jetzt. Faith is now. Erinnerst du dich, wie er das immer wieder sagt in seinen Büchern? Faith is now. Glaube ist jetzt. Erwartung ist für die Zukunft. Es ist gut, Gutes zu erwarten. Aber auch das muss man lernen. Und auch für das muss man eine Hoffnung haben. Wenn Menschen nicht eine Hoffnung haben, etwas Gutes zu erwarten aufgrund von Gottes Zusagen, werden sie für die Zukunft Schlechtes erwarten. Dein Verstand, das Schlachtfeld, ist in deinen Gedanken. Hast du es auch schon gemerkt? Battlefield ist kein Videogame, obwohl es eins ist, aber dein Battlefield ist in deinen Gedanken. Amen. Dein Schlachtfeld spielt sich immer in deinem Verstand ab. Und die Probleme sind meistens
eine Projizierung deines Verstandes aufgrund der Vergangenheit oder der Zukunft. Der Verstand ist ein wunderbares Werkzeug, wenn man ihn richtig einsetzt, und ein Fluch, wenn man nicht weiß, wie man ihn richtig einsetzt. Wenn der Verstand nicht richtig als Werkzeug eingesetzt wird, um einfach gewisse Dinge zu planen, sauber aufzugleisen, wenn wir ihn für das nutzen, ist er ein Segen. Aber der Verstand bei vielen Menschen, die Gedanken sind so wild, dass der Verstand dich daran hindert, im Jetzt zu leben. Hörst du mir zu? Der Verstand hindert dich daran, im Jetzt zu leben. Denn dein Verstand, das Battlefield ist hier, zwischen den Ohren. Da ist das Schlachtfeld, zwischen deinen hübschen Ohren. Ist das Schlachtfeld im Kopf. Genieß den Moment. Genieß den Moment, mach dir keine Gedanken über heute Nachmittag. Hör auf, darüber nachzustudieren, was gestern alles schief ging beim Familienausflug. Sondern genieße das Wort Gottes gerade jetzt. Und lebe so. Denn das Jetzt, der jetzige Moment, ist der einzige Moment, den du jemals haben wirst. Du wirst nie den Moment der Zukunft im Jetzt haben und du wirst nie die Vergangenheit im Jetzt haben. Du hast immer nur das Jetzt. Und deswegen sagt er, jetzt. Jetzt ist die Zeit. Ich sage dir, Gott ist der beste Psychologe. Amen. Und ich bin der Meinung, und ich sage das kühn, dass wir die meisten psychischen Probleme lösen könnten, wenn wir die Leute aus der Vergangenheit und aus der Zukunft ins Jetzt bringen könnten. Fokussiere dich aufs Jetzt. Jetzt gibt es nichts Wichtigeres als jetzt. Die Botschaft, die du hörst, ist im Moment das Wichtigste, das du jetzt hörst. Halleluja. Nicht, was morgen geschieht. Jesus sagte, das Morgen wird für das eigene. Amen. Sorgen. Aber Menschen stehen auf mit guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da. Das ist der dämlichste Song, der je geschrieben wurde. Das bleibt sogar mir hängen. Stimmt? Ist es nicht dämlich, der Song? Jetzt, Halleluja. Jetzt ist Grace. Begreif doch, heute, jetzt ist der Tag der Rettung. Das ist, was Gott tut. Er rettet uns ständig. Halleluja. Und weißt du, so können wir die Schlacht in unseren Gedanken gewinnen. Und das ist sein Weg, um zu retten. Die Gedanken aufs Jetzt zu fokussieren und im Jetzt zu leben. Lebe im Jetzt, nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Amen. Live now. Denn wenn du nicht jetzt lebst, verpasst du dein Leben. Seht ihr, einige sind schon im Gedanken von morgen und nächste Woche. Ah! Oder was schief lief im letzten Monat. Oder was in die Brüche gegangen ist letzte Woche. Come on. Der Herr ist jetzt da. Amen. Der Herr ist jetzt da. Und das ist sein Job Description. Jesus rettet dich immer. Halleluja. Jesus rettet dich aus Ängsten. Das ist das, was es in den Psalmen heißt. Jesus rettet uns von Dingen, vor denen wir uns fürchten. Jesus rettet uns aus Todesnot. Denn das Wort für Rettung ist im Griechischen das Wort Soteria. Im Verb sozo. Und sozo hat eine breite Wirkung. Eine große Bandbreite von was Rettung alles bedeutet. Wenn die Bibel von Rettung redet, dann meint sie nicht nur geistliche Rettung. Dann meint sie nicht nur, du wirst gerettet
vom geistlichen Tod. Du wirst vom Neuem geboren. Nur das ist das Erste und Wichtigste, aber das ist nicht die einzige Bedeutung von Sozo oder Soteria. Rettung bedeutet viel mehr. Rettung bedeutet auch Bewahrung. Die griechische Definition ist klar. Sozo bedeutet bewahren. Der Herr rettet nicht nur, er bewahrt auch und er rettet aus Gefahren physischen Nöten. Das ist eine weitere große Bedeutung von Rettung. Das griechische Wort beinhaltet Rettung, also Sozo, aus physischer Not. Aus physischen Gefahren. Deswegen sagte Paulus im 2. Korinther 1, Vers 9 und 10, Paulus sagt Folgendes: Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet. Siehst du, er redet von physischen Gefahren, Todesgefahr, wirkliche, wörtliche Gefahr an Leib und Leben, die er durchmachte. Und er sagt, der Herr hat uns aus solcher Todesgefahr gesotzot, gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Also Rettung bedeutet geistliche Rettung, aber auch physische Rettung, körperliche Rettung. Damit du auf der Straße nicht überfahren wirst. Damit du nicht im falschen Flugzeug sitzt. Damit du, wenn du über die Straße gehst, die Ampeln auch auf Rot schalten. Rettung von physischen Gefahren. Aber dann bedeutet das Dritte, was das Wort Rettung auch bedeutet, ist Heilung. Das griechische Wort Rettung, Sozo, Soteria, beinhaltet Healing. Der Herr rettet in Krankheit. Amen. Der Herr rettet mit Heilung. Preis dem Herrn. Salvation im Englischen. Rettung ist sein Jobbeschrieb. Sein Name ist Programm. Das ist, was er tut. Jesus rettet konstant. Und Jesus geht in seiner Rettung so weit, dass kurz vor seinem Tod hat er zwei Verbrecher gerettet. Erinnerst du dich? Als er am Kreuz hing, im Lukas 23, als Jesus am Kreuz hing, hing er nicht alleine links und rechts, da hingen zwei Verbrecher am Kreuz. Und wir sehen im Lukas 23, sehen wir Vers 39 bis 43, wie es heißt, einer der gehängten Übeltäter, das ist einer der Verbrecher, aber lästerte ihn und sprach, bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach, fürchtest du auch Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus, Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und dann sagte er, und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus rettet einen Menschen in seinem Tod. Als Jesus am Kreuz hing, das waren die schlimmsten Stunden seines Lebens. Aber als Jesus am Kreuz hing, erfreute, erquickte es sein Herz sogar in dieser schlimmsten Stunde, als ihn jemand um etwas bittet. Geh nochmals zurück. Siehst du den Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Er sprach, Herr, gedenke an mich, wenn du ins Königsreich eingehst. Der eine sieht ihn wirklich als Retter. Der andere lästert ihn als Retter. Der eine bittet ihn wirklich um Rettung und er wird gerettet. Aber der andere spottet über seine Rettung und geht verloren. Aber das ist für uns das Wichtige. Wann immer wir Jesus um Rettung bitten, wird er uns retten. Halleluja. Denn es erquickte das Herz des Herrn. In seinen dunkelsten Stunden,
jemanden etwas zu geben und damit jemand empfangen kann. In seiner dunkelsten Stunde gibt Jesus aus seiner großen Liebe heraus. Er gibt dem, der ihn bittet, selbst als er noch am Kreuz hängt. Wann immer wir bitten, wird er uns geben. Wann immer du Rettung brauchst, wo immer du Rettung brauchst, bitte um Rettung, der Herr wird sie dir geben. Was immer es für Rettung ist, was immer für Rettung du brauchst, bitte ihn um Rettung, er gibt sie dir. Weißt du, wir alle, und das ist die Geschichte dem vorher rettet er kurz vorher, das ist der Verbrecher am Kreuz, den er rettet. Aber kurz vorher rettet er Barabbas. Barabbas ist ebenfalls ein Verbrecher, ist ebenfalls ein Übeltäter. Aber auch Barabbas wird gerettet. Denn Barabbas ist ein Bild von uns Gläubigen. Barabbas, lass uns lesen, bevor ich es erkläre, im Matthäus 27. Barabbas ist ein Bild für uns Gläubigen. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch freilasse? Sie sprachen, das Volk rief Barabbas. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen alle zu ihm: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist, was das Volk rief. Kreuzige Jesus, lass uns Barabbas frei. Da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Sie aber schrien noch viel mehr: Kreuzige ihn. Nächster Vers. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr eine Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten, damit meint er Jesus. Seht ihr zu? Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Da gab er ihnen den Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Siehst du, im letzten Moment wird sogar Barabbas gerettet. Und Barabbas ist ein Bild von dir und mir. Denn Jesus ist nicht der wahre Verbrecher. Stimmt's? Aber Barabbas ist ein wahrer Verbrecher. Barabbas ist ein Mann, der gerichtet gehört. Weil er ein Verbrecher ist. Barabbas ist ein Übeltäter und er gehört unters Gericht. Barabbas gehört ans Kreuz, nicht Jesus. Und das macht ihn ein Bild von uns. Denn die Frage ist, wer bekommt die Gnade? Barabbas, du und ich. Wir sind die wahren Verbrecher. Unsere Sünde ist das wahre Verbrechen. Und unsere Sünde gehört gerichtet. Aber du und ich sind Barabbas, denn du und ich haben die Gnade erhalten. Deswegen heißt es in Jesaja, er ließ sich unter die Übeltäter zählen. Jesus am Kreuz, als er in der Mitte links und rechts ein Verbrecher, ein Übeltäter hing, heißt es in Jesaja 53 im Vers 12, er lässt sich unter die Übeltäter, er ließ sich unter die Übeltäter zählen. Jesus wurde mitten unter die Verbrecher getan, als Stellvertretung. Denn wir sind die wahren Verbrecher, aber wir erhalten die Gnade. Siehst du, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ. Wow! Der Übeltäter ist Barabbas, aber Jesus ließ sich als Übeltäter richten. An seiner Stelle. Du und ich empfangen die Gnade. Halleluja. Hast du gewusst, dass das Wort Barabbas oder der Name Barabbas kommt fünfmal vor? Fünfmal, exakt fünfmal im Matthäus-Evangelium. Der Mann, der die Gnade empfing, der eigentlich gar nie Gnade empfangen hätte sollen. Das ist, was Gnade ausmacht. Gnade ist immer dann Gnade, wenn du sie nicht verdienst. Barabbas gehört ans Kreuz, aber er hat Gnade erhalten. Halleluja. Preis dem Herrn. Das ist unsere Situation. Das ist unser Retter. Halleluja.
Siehst du, wie rettet er uns? Wie rettet uns der Herr? Zuallererst musst du wissen, dass der Mensch Geist, Seele und Leib ist. Jeder Mensch besitzt einen Geist, eine Seele und er lebt in einem Körper. Was du hier siehst, ist vor allem Fleisch, der Körper. Aber alles, was ich zum Ausdruck bringe, kommt von innen heraus. Das heißt, mein Körper ist das Vehikel, das ich gebrauche, um meinen Geist und um meine Seele auszudrücken. Wenn sich der Geist und die Seele vom Körper trennen, dann würde ich jetzt tot umfallen und würde nicht mehr so machen. Deswegen ist der Mensch immer dreidimensional. Er besitzt eine Seele, er ist Geist, er besitzt eine Seele und er lebt in einem Körper. Nun, was rettet er, wenn du gerettet wirst? Was rettet der Herr, als er dich gerettet hat? Er hat deinen Geist errettet, nicht deine Seele. Deswegen hast du ab und zu komische Gefühle. Ab und zu ganz komische Gefühle. Ab und zu spassige Gefühle. Ganz, ganz komisch. Wo man sich an den Kopf legt. So. What? Und dein Körper ist ebenfalls nicht errettet. Wie rettet dich der Herr? In dem Moment, wo du Jesus annimmst, wirst du von Neuem geboren. Nicht deine Seele. Nicht dein Körper. Der ist nämlich immer noch gleich hübsch wie vorher. Er wird nicht hübscher, sondern er wird über eine Zeit hübscher. Aber er wird noch nicht gleich gerettet, denn du wirst ja auch älter. Aber er rettet dein Spirit. Die neue Geburt ist eine Wiedergeburt des menschlichen Geistes. Also wie rettet der Herr? Der Herr rettet deinen Geist. Siehst du, das ist das, was viele Leute nicht begreifen. Du bist gerettet. Amen. Und wenn du es noch nicht bist, kannst du es heute am Abschluss werden. Indem du einfach sagst, Jesus, ich brauche dich. Amen. That's it. Empfange ihn als Herrn und Erlöser. Aber du bist gerettet, auch wenn du dich nicht gerettet fühlst, immer und 100%. You are saved. Und deswegen kannst du deine Rettung nie mehr verlieren, weil die Rettung nicht in deinen Gefühlen ist, sondern in deinem Geist. Die Wiedergeburt ist in deinem Geist. Halleluja. Gott kann nur eins, vom Tod zum Leben dringen. Aber nicht umgekehrt. Denn Gott ist Leben. God is life. Und in ihm ist nichts, kein Tod, absolut nicht. Tod kam in die Welt. Tod drang in die Welt hinein. Durch Adams Sündenfall. Tod ist völlig außerhalb von Gottes Plan. Tod hat nichts mit Gott zu tun, denn Gott ist Leben. Und nichts anderes. Gott gibt Leben, Gott gibt nicht Tod. Gott gibt geistliches Leben, Halleluja, und nicht geistlichen Tod. Gott rettet vom geistlichen Tod durch geistliches Leben. God is life. Das ist etwas Fundamentales, das du wissen musst. Gott ist und bleibt Leben. An ihm ist nichts Sterbliches. Gott ist ewig und unsterblich. God is life. Halleluja. Preis dem Herrn. Also rettet er was? Er rettet deinen Spirit, deinen Geist. Und du sagst, ja, aber genau das ist doch das, was mir immer wieder so Mühe macht. Ich fühle mich oftmals so unwürdig, so unrein, so ungerettet. Und wenn ich einen Blödsinn mache, dann, oh Mann, denke ich, kann ich das überhaupt? Warum mache ich das überhaupt? Wie kann ich das als Christ? Du kannst es, weil deine Seele nicht gerettet ist. Freund und Freundin, weil deine Seele nicht gerettet ist. Was passiert mit deiner Seele? Sie wird im Lauf dieses Lebens miterrettet, aber sie ist noch nicht voll errettet. Denn die Bibel sagt uns in Jakobus 1 und Vers 21, dass das Wort Gottes rettet unsere Seele und das ist ein Prozess. Schauen, was er sagt. Darum legt allen Schmutz und allen Rest von Bosheit, legt das ab und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf,
das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Deine Seele wird gerettet. Da musst du dir keine Sorgen machen. Aber sie wird gerettet durch das eingepflanzte Wort. Deswegen ist es einfach gut, in den Gottesdienst zu kommen und Gottes Wort zu hören. Das hilft nämlich nur. Das schadet dir nicht. In den Gottesdienst zu kommen, schadet dir nicht. Es hilft deiner Rettung. Denn je mehr du unter das Wort kommst, desto schneller kannst du Schmutz und Rest ablegen. Amen. Und wenn du nicht unter das Wort kommst, dann hast du länger, um Schmutz und Rest abzulegen. Auch Menschen, die nicht in den Gottesdienst kommen, werden mitgerettet, weil das eingepflanzte Wort, Halleluja, rettet sie. Sie sind im Geist von neuem geboren. Jesus nimmt Wohnung in ihnen. Der Logos, das Wort, lebt in ihnen. Er rettet die Seele mit. Aber sie ist jetzt in diesem Stadion und in diesem Moment nicht voll gerettet. Sie ist im Prozess der Rettung. Verstehst du? Wie du? Du bist noch nicht tot, aber du alterst. Und irgendwann bist du tot. Physisch. Aber du alterst. Du bist im Prozess der Alterung. Wir sind jetzt im Prozess der Rettung. Und dieses, Halleluja, lässt dich manchmal diese Situation, lässt dich manchmal dich komisch fühlen. Verstehst du das? Deswegen denkst du, wie kann ich das machen als Christ? Wie kann ich das denken als Christ? Weil deine Seele noch nicht voll errettet ist. Denn Gedanken, Gefühle sind in deiner Seele angelagert. Emotionen sind in deiner Seele. Okay? Also deswegen kannst du manchmal Dinge denken, sogar Dinge tun, weil das ein Prozess ist. Und das ist bei allen gleich. Da ist niemand ausgeschlossen. Okay? Das ist bei allen gleich. Und das Dritte, das auch noch nicht errettet ist, ist dein Körper. Wie rettet dich der Herr? Er rettet deinen Geist. Er rettet nicht deine Seele und er rettet nicht gerade jetzt deinen Körper. Das alles wird gerettet, aber dein Körper ist jetzt nicht gerettet. Deswegen die Entrückung. Halleluja. Die Entrückung ist die Rettung des Körpers. Halleluja. Wenn der Herr wiederkommt, zuerst bei der Entrückung. Siehst du, Jesus kommt zweimal. Zuerst holt er uns als Gemeinde, er entrückt uns. Den Leib Christi. Das bedeutet, dein Körper wird in einem Moment das sind alle Avengers zusammen wird in einem Moment in einem Atomos verwandelt. Halleluja. In einem Moment, in einem Bruchteil von einer Millizentelsekunde wird dein Körper verwandelt. Und aus sterblich wird unsterblich. Leute sagen, ja, aber all die Leute, die 1850 irgendwo von einem Hai gefressen wurden, die sind ja alle nicht mehr da. Wie kann ihr Leib auferstehen? Wie kann ihr Leib entrückt werden? All die, die 1730 in irgendeinem Feuerinferno ums Leben gekommen sind, die sind nur noch Asche, ein Haufen Asche. Ja, aber Gott ist Herr über die Atome. Amen. Und selbst wenn du nicht mehr da bist, dein Atom ist noch da. Und der Herr ist der Herr über die Atome, deswegen heißt es in einem Atomos, in einem Bruchteil, wird das Sterbliche unsterblich, wird das Alte neu. Da, siehst du, der Körper, die Verwandlung des Körpers ist die Rettung des Körpers. Und deswegen ist die Entrückung eine solch gesegnete Hoffnung. Es ist Gnade für deinen Body. Amen. Buddy, Buddy. Sag mal dann zu deinem Nachbarn, dein Body. Buddy, Buddy, Buddy. Klinge wie ein Inder. Buddy. Ja. Deswegen haben wir Inder-Discount. Oder Inderlaken, ja, für alle Inder. Und Inder City, alle Inder. Amen.
Deswegen habe ich so viele indische Touristen. Praise the Lord. Amen. Grace for your body. Die Entrückung ist Gnade für deinen Körper. Hat Jesus deinen Körper erkauft? Als er am Kreuz war, hat er ihn erkauft, stimmt's? Es ist, die Bibel sagt uns, ich gehöre nicht mehr mir selbst. Im 1. Korinther 6 sagt er, ihr gehört nicht mehr euch selbst. Jesus hat unseren Körper gekauft. Nun, wann holt er ihn sich ab? Wann löst er ihn aus? Das, was er schon, wo das Downpayment, wo die Bezahlung schon auf den Tisch gelegt wurde am Kreuz. Wann löst er den schon bezahlten Leib am Tag der Entrückung? Halleluja, Amen. Dann holt er sich den Leib, für den er bezahlt hat. Und das wird eine wunderbare Sache sein. Also, so rettet er uns. So rettet er deine Seele. Das ist ein Prozess. Wie rettet er unsere Kinder? Wie rettet der Herr unsere Kinder? Denn vor allem bei uns, wir haben ja Kinder, wir erziehen sie im Glauben. Jedes Kind, das auf die Welt kommt, ist unschuldig. Jedes Kind, das geboren wird, ist rein. So etwas wie eine Erbsünde gibt es nicht. Das ist eine falsche Theologie. Jedes Kind im Mutterleib ist rein. Weil der Geist von Gott kommt. Siehst du, die Eltern tragen dazu bei, dass Fleisch entsteht, durch die Zeugung. So entsteht das Fleisch. Aber der Geist kommt durch Gott. Deswegen ist der Geist eines jeden Babys ist rein. Clean. Wenn ein Kind geboren wird, hat es keine Erbsünde seiner Eltern, dass es mit sich herumschleppt. Es ist clean. Weil der Geist nicht von den Eltern kommt. Gott ist der Vater der Geister. Amen. Von uns, von Mama und Papa, kommt das Fleisch. Aber von ihm kommt der Geist, the Spirit. Deswegen sagt David, als sein Sohn stirbt nach dem Sündenfall mit Bathsheba, das Baby, das geboren wird, wird krank und es stirbt. Okay? Aufgrund von der Sünde, die David mit Bathsheba beging. Aber siehst du, was er sagt? Er sagt, nun aber, da es tot ist, was soll ich noch weiter fasten? Kann ich es wieder zurückholen? Er kann es nicht, aber er kann eins, ich werde wohl zu ihm gehen. Siehst du? Babys, die sterben bei der Geburt. Kinder, die abgetrieben werden. Kinder, die im Mutterleib sterben, gehen direkt zum Herrn. David sagt, er sieht es wieder. Denkst du, David ist errettet? Natürlich. Amen. Er ist ja der, der am meisten an den Messias glaubt. Schau mal all die Psalmen an und was er geschrieben hat. Wie funktioniert David vorausschauend auf den Messias? All seine Psalmen sind vorausschauend. Natürlich, der Mann war gerettet, weil er seine Hoffnung auf den Messias legte. So wurden sie gerettet im Alten Testament, auch ohne Wiedergeburt. Sie legten ihre Hoffnung auf den Herrn, der kommen würde. Also, er sagt, ich werde wohl zu ihm gehen, es wird aber nicht wieder zu mir zurückkehren. Das heißt, er wird es wiedersehen. Dieses Kind ist gerettet, weil David gerettet ist und er wird es wiedersehen. Er wird vereint sein mit diesem Kind, das er verloren hat. Also jedes Kind, das verloren geht, noch ob es im Mutterleib ist, ob es durch Abtreibung ist oder gleich nach der Geburt oder selbst auch einige Jahre nach der Geburt, Kinder gehen zum Herrn. Weil sie rein sind. Kinder schleppen nicht eine Erbsünde mit sich herum. Das, was die Leute meinen mit Erbsünde, ist die Sünde Adams. Denn jeder Mensch kommt in ein Alter der Verantwortlichkeit, wo er unterscheiden kann, was gut und böse ist. Und darum sagt Paulus, alle haben gesündigt. Jeder Mensch kommt ins Alter der Verantwortung. Das Alter der Verantwortlichkeit. Wann ist dieses Alter? Nicht ganz einfach zu sagen. Ich würde sagen, zwischen 12 und 14 Jahren oder 15 kommt das Alter der Verantwortlichkeit. Okay? Und dann stirbt jeder Mensch geistlich.
Und jetzt hier ist unsere große Frage. Wir sagen, ach, unsere Kinder. Das heißt, unsere Kinder, 6, 7, 8, 9 Jahre, sind gerettet. Und du sagst, ja, aber das bedeutet ja in dem Fall auch, dass an einem Punkt, wenn sie genügend Verantwortung übernehmen können, wenn sie genügend Klarheit haben, was gut und was böse ist, wenn sie sich für das Falsche entscheiden, für den falschen Baum, wie Adam eins, daher kommt diese Sünde, diese Erbsünde-Theologie von Adam, die falsche Entscheidung. Wenn sie die falsche Entscheidung machen im vollen Bewusstsein, im Alter der Verantwortlichkeit, dann sagt Paulus, wir alle haben gesündigt. Wir alle sind getrennt von Gott. Und du sagst, ja, aber das ist ja schrecklich, wenn dann mein Kind stirbt in dieser Zeit. Hör mir gut zu, das ist der große Vorteil, den du und ich haben. Wir erziehen unsere Kinder im Glauben. Wir erziehen sie in Christus. Und wenn der Punkt kommt, wo sie in dieses Alter kommen, wo sie diesen Schritt machen, wo Paulus sagt, jeder ist, hat gesündigt und jeder ermangelt die Herrlichkeit, die er von Gott zugedacht hätte. Wenn sie an den Punkt kommen, wo sie geistlich sterben, dann werden sie das spüren und werden Jesus einfach ganz neu aufnehmen. Und das kann zwischen Bett und Teddybär sein. Wir müssen uns nie Sorgen machen, wir müssen uns keine Angst machen, dass wir irgendwo, wenn ein Kind mit 12, 13 oder so stirbt, dass wir es verlieren. Ein Kind wird im Glauben erzogen, es wird in Christus erzogen. Und wenn es spürt, dass es einen Fehler macht, streckt es sich einfach nach Jesus aus und wird gerettet. Halleluja. Amen. Wir denken immer, dass ja nichts passiert mit unseren Kindern. In diesem Alter, dass ja nichts passiert. Und wir beten und wir fasten. Preis dem Herrn, bete weiter für deine Kinder. Das ist immer etwas Gutes. Die können es gebrauchen. Aber weil wir sie im Glauben erziehen, erziehen wir sie dorthin, dass sie konstant auf Jesus schauen. Und wenn dieser Tag kommt, Halleluja, ist Jesus in der Nähe. Und sie strecken sich einfach neu zu ihm aus. Das ist der Grund, weswegen du, wenn du mit Gläubigen, ich sage dem schon fast gläubig geborenen Kindern redest, oder? Alle, die aus den Pastorenfamilien und so, oder aus den christlichen Familien. Das ist der Grund, dass du, wenn du sie manchmal fragst, erinnerst du dich an den Tag deiner Wiedergeburt? Ah, keine Ahnung. Weil es ein fließender Übergang war. Ich erinnere mich an den Tag der Wiedergeburt. Weißt du weswegen? Weil ich nicht so erzogen wurde. Weil ich nicht christlich erzogen wurde. Weil ich nicht im Glauben aufgewachsen bin. Kirche spielte für mich keine Rolle. Glaube spielte für mich keine Rolle. Ich erinnere mich an den Tag der Wiedergeburt. Aber es gibt einen Haufen christliche Kinder, die erinnern sich nicht an den Tag der Wiedergeburt. Sie können sich erinnern, aber sie erinnern sich nicht an den Tag der Wiedergeburt. Weswegen? Weil es ein fließender Übergang war. Weil von einem Moment sie realisierten, ich habe einen Fehler gemacht, Jesus, danke, dass du mir vergeben hast und sie Jesus neu angenommen haben. Halleluja. Amen. Wir haben einen guten Gott. Und lass mich etwas ganz kühn sagen. Es ist unter dem neuen Bund einfacher gerettet zu werden, als verloren zu gehen. Unter dem alten Bund war es schwierig, gerettet zu werden. Und einfach verloren zu gehen. Unter dem neuen Bund ist es einfach, gerettet zu werden und schwierig, verloren zu gehen. Amen. Halleluja. Wie rettet der Herr unsere Verwandten? Apostelgeschichte 16, Vers 31. Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden und dein Haus. Wenn du gläubig bist und du bist der Einzige in deinem Haus, hat Gott eine offene Türe, um sich deinen Verwandten zu zeigen, zu offenbaren und sie zu retten. Amen. Weißt du, wie viele Rettungen geschehen in den letzten Sekunden des Lebens? Weißt du, wie vielen Menschen Jesus erscheint in den letzten Atemzügen, in diesem Limbo-Stadion von Koma? Weißt du, wie vielen Menschen Jesus in den letzten Sekunden noch erscheint? Und sie rettet, weil einer ihrer Verwandten gerettet war. Denn die Verheißung steht,
Menschen werden nicht automatisch gerettet, verstehe mich nicht falsch. Aber wenn du der Einzige bist in deiner Familie, dann hast du die Verheißung, dass du und dein Haus, du und deine Eltern, du und deine Geschwister, du und deine Verwandten, Gott hat eine offene Türe, er hat einen Eingang, wo er durchgehen kann, weil du gerettet bist für dein Haus. Unter dem neuen Bund ist es einfacher, gerettet zu werden, als verloren zu gehen. Siehst du, Religion hat uns genau das Gegenteil gesagt. Religion hat das gesagt, nur die wenigsten werden gerettet. Denn der Weg ist schmal. Aber der breite Weg, das ist, wo die Welt geht. Diese 90%. Aber weißt du was? Meine Bibel sagt etwas anderes. Meine Bibel sagt in Offenbarung 7 und Vers 9. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Land, bekleidet mit weißen Kleidern. Das sind die Heiligen. Denn die haben weiße Kleider. Und Palmzweige waren in ihren Händen. Die sind ready anzubeten. Ein kleines Grüppchen? Der Bruderverein? Come on! Ha? Der Schwesternverein? Sag es mir, ein kleines Grüppchen. Eine große Schar, die niemand zählen konnte. Halleluja. Als Jesus kam, hat sich die Rettung verändert. Als Jesus kam, ist die große Türe aufgegangen. Jesus is the open door. Halleluja. Jesus ist nicht der schmale Weg, Jesus ist die große Türe. Aber was ist mit dem, Pastor Erich? Es heißt doch in Matthäus 7, 12 bis 14, der schmale Weg, wenige sind es, wo eingehen. Lass mich dir erklären. Alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das was? Gesetz. Gesetz. Und die Propheten, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Das ist das viel zitierte Gleichnis vom engen Weg, vom schmalen Weg und vom breiten Weg. Aber Freunde, das ist ein Gleichnis. Und ein Gleichnis hat nur eine Wahrheit. Come on. Ein Gleichnis ist eine Gegenüberstellung und es gibt nur eine Wahrheit im Gleichnis. Nur eines ist richtig im Gleichnis. Und das ist das, was ich euch schon immer sagte. Das ist deswegen, werden wir kritisiert in der Grace Family Church, weil wir die Bibel richtig interpretieren. Das ist das, was ich euch immer sagte. Wenn du so etwas liest, stell dir immer zwei Fragen. Nummer eins, wer sagt es? Und Nummer zwei, warum wird es gesagt? Wer redet? Und das Wichtigere ist nicht, wer was sagt hier, sondern wer warum was sagt. Warum bringt Jesus dieses Gleichnis? Ist übrigens hier ein ganzer Gleichnisverbund. Das heißt, alle drei Gleichnisse hier im selben Rahmen von Matthäus 7 zielen auf dasselbe ab. Es sind wie dreimal Wahrheiten zu übermitteln, sodass die Leute wirklich begreifen. Um was geht es hier? Es geht um Gerechtigkeit. Um was geht die ganze Bergpredigt? Die Bergpredigt hat ein großes Thema, Righteousness, Gerechtigkeit. Und zwar, was ist der richtige Weg zur Gerechtigkeit Gottes? Der Weg der Pharisäer durch den Talmud, Pharisäertum, oder der Weg des Herrn Jesus Christus, der gekommen ist, alle Tora-Gebote zu erfüllen? Welche Gerechtigkeit ist die richtige? Sag es mir. Die von Jesus,
Welche Gerechtigkeit ist die richtige? Jesus kam, um alle Tora-Gebote zu erfüllen. Das ist die richtige Gerechtigkeit gegenüber der falschen Gerechtigkeit der Pharisäer durch den Talmud, ihre Bibel. Denn der Talmud macht es möglich, die Gesetze Mose einzuhalten. Das ist die pharisäische Gerechtigkeit. Pharisäische Gerechtigkeit ist wie eine dicke Schicht Autolack, die auf Karosserie gespritzt wird. Die wird so dick, dass wenn du einen Kratz machst, dann wird nur der Lack verletzt, aber nicht die Karosserie. Der Lack steht für den Talmud, die Karosserie für die Tora-Gebote. Der Talmud ist ein Zaun um die Tora, dass man das Gesetz nicht verletzt. Den Talmud zwar schon, ist wie eine Rüstung. Wenn man den Talmud verletzt, dann würde man das Gesetz eben nicht brechen. Das Gesetz halten. Der Talmud wäre zwar verletzt, aber das Gesetz wäre nicht gebrochen. Der Talmud macht es, ist Menschenmögliche, um Gesetze zu halten. Aber Jesus kam in den Clinch mit den Pharisäern. Und er sagte, das ist der falsche Weg. Und hier sagt er, das ist der breite Weg. Was ist der breite Weg? Der breite Weg ist die Gerechtigkeit der Pharisäer durch den Talmud. Was ist der schmale Weg? Das ist der Weg, ja, von Jesus, aber nicht für dich und mich als Christ, sondern von Jesus selbst, der die Gebote, die Tora eingehalten hat. Das ist der schmale Weg. Das ist der schmale Weg. Denn viele gehen ja den breiten. Wer geht den schmalen? Wenige. Jesus. Halleluja. Jesus geht den schmalen Weg. Wenige sind es, sagt Jesus. Er ist es. Halleluja. Das ist das jüdisches Gedankengut. Wenn du denkst, ja wenige, wo sind denn die anderen? Es geht nicht um das. Wenn es heißt wenige, dann ist das jüdisches Gedankengut. Das ist Jesus. Siehst du, der breite Weg, das ist nicht ein Gleichnis für dich und mich. Ob schon, ja, der schmale Weg ist Jesus, aber nicht in als Weg gerettet zu werden. Der schmale Weg ist Jesus, der die Gebote erfüllt hat. Denn niemand anders kann sie erfüllen. Wow. Also der breite Weg ist der falsche Weg des Pharisäertums, der ins Verderben führt. Verstehst du? Der ins Verderben führt. No, Jesus ist die open door. Amen. Denn sein Name ist Programm. Sein Name bedeutet Rettung. Jesus kam in die Welt als Retter. Denkst du, eine kleine Bruder- und Schwesterverein-Gruppe kommt in den Himmel? No, Jesus ist Programm. Jesus ist, sein Name ist, was er bringt. Jesus brachte Rettung für die gesamte Menschheit. He's a mighty Savior. Amen. Aber Religion hat uns gesagt, das ist der schmale, das ist der enge Weg. Come on. Jesus ist die offene Türe. In Offenbarung heißt es, siehe, ich habe vor dir eine Türe geöffnet. Preis dem Herrn. Ich sage niemals, dass Leute einfach automatisch gerettet werden. Jesus ist der einzige Weg. Aber wenn es heißt, dass Jesus der einzige Weg ist, ist das nicht der schmale Weg. Das ist ein Unterschied. Leute dachten, Jesus ist der einzige Weg. Jesus ist damit somit der schmale Weg. Nein, er ist lediglich der einzige Weg. Aber durch ihn ist eine große, weite Türe offen. Halleluja. Das sind Scharen, die nicht gezählt werden konnten. Unter dem neuen Bund ist es einfacher, gerettet zu werden, als verloren zu gehen. Glaube nicht der Lüge des Teufels. Denn das ist die Ursprungslüge, von, dass man seine Rettung wieder verlieren kann. Halleluja. Das bedeutet nicht, dass das Universalismus ist. Wir sind komplett gegen Universalismus. Alle Menschen werden einfach so gerettet. Wir sind nicht für Universalismus. Aber wir sind auch gegen Religion. Religiöses Verständnis. Jesus ist der große Weg. Halleluja. Preis dem Herrn. Jesus ist die offene Türe. Die offene Türe.
Und die Türe ist heute weit offen. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Die Türe ist weit offen, dass er dich heute retten kann. Preis dem Herrn. Indem du einfach sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche dich als meinen Herrn und Erlöser. Jesus, I need you. Halleluja. Preis dem Herrn. Wir wollen diese Botschaft nicht schließen, bevor wir diese Möglichkeit gegeben haben. Halleluja. Wartet noch einen Moment. Bevor wir diese Möglichkeit nicht gegeben haben. Amen. Halleluja. Alle Häupte geneigt und Augen geschlossen. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ich will diese Rettung von Jesus. Ich möchte diese Rettung vom Herrn empfangen. Dann ist jetzt der richtige Moment. Halleluja. Ist jetzt der wunderbarste Moment in deinem Leben, dass Rettung in deinem Leben real werden kann. Halleluja. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, ja, Pastor Erich, ich möchte diese Rettung, ich brauche diese Rettung, dann zeig mir einfach gerade jetzt an, mit kurz erhobener Hand, sagst, ja, ich brauche das. Vielen Dank. Haben wir sonst noch jemand? Vielen Dank. Halleluja. Thank you, Jesus. Haben wir sonst noch jemand? Ich brauche diese Rettung. Danke, Jesus. Halleluja. Thank you, Jesus. Gib noch einen Moment Zeit. Haben wir sonst noch jemand, der einfach sagt, ich brauche Jesus heute. Und einfach diese Rettung. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Vater, ich danke dir für diese zwei Personen, die heute einfach sagen, ich brauche deine Rettung, Jesus. Aber wir wollen zusammen ein Bekenntnis sprechen. Und einfach ein Bekenntnis jetzt, ein Bekenntnis der Gnade, dass wir Jesus als Retter annehmen, miteinander sprechen, als alle zusammen. Okay? Seid ihr bereit? Lasst uns dieses Bekenntnis und dieses Gebet sprechen. Lieber Vater, ich bin vor dir mit meinem Retter Jesus. Er ist gekommen, um mich zu retten. Und deswegen sage ich heute Morgen, danke, Jesus, dass du mich rettest. Ich empfange dich in meinem Leben. Komm in mein Herz. Verwandle mich. Danke, dass du mich neu machst. Jesus, mein Herr, mein Erlöser, mein Retter, mein Retter, mein Retter. Amen und Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Das ist, was er ist. He's a Savior. Amen. He's a Savior. Praise the Lord.